Inklusion kann so einfach sein, sagt Irmgard Karon vom Familienzentrum Lindenbaum. Um zu zeigen, was alles möglich sein kann, wenn eingefahrene Muster aufgebrochen werden, findet die Veranstaltung Alle zusammen für Inklusion statt. Ein Fest des Fördervereins Seniorenzentrum Breborn und des Familienzentrums Lindenbaum. Für Irmgard Karon gehört das Thema Inklusion bereits seit über 20 Jahren zum gelebten Alltag. Und das nicht nur im Hinblick auf Menschen mit und ohne Behinderung, sondern vor allem auch hinsichtlich des Zusammenlebens von Alt und Jung oder Menschen unterschiedlicher Kulturen und Konfessionen. Für alle, die für andere eben anders sind. Vor gut 20 Jahren habe ich den ersten Kontakt mit dem Seniorenzentrum so erlebt, dass wir mit den Kindern zu bestimmten Festen dorthin gingen. Wir haben einige Lieder gesungen, die Senioren haben uns zugehört, geklatscht und wir sind wieder unsere Wege gegangen. Das war mir nach einer kurzen Zeit zu wenig. Ich wollte mit den Senioren in Kontakt treten. Bei den Verantwortlichen des Seniorenzentrums Breberen stößt die Idee von Irmgard Karon, aus dem bloßen Besuchen Begegnungen zwischen den Generationen herzustellen, auf offene Ohren. Wir sind mit den Vorschulkindern ins Seniorenzentrum gegangen. Wir haben dort eine feste Gruppe besucht und haben dort uns gemeinsam mit Spielen, mit Gestalterischem, mit Themen beschäftigt, teilweise auch die Senioren sehr gut kannten. Die Senioren haben den Kindern aus vergangenen Jahren erzählt, die Kinder haben aus ihren aktuellen Erlebnissen erzählt. Und so stellten sich mit und mit Begegnungen zwischen den Generationen her. Im 2006 in Gangelt gegründeten Förderverein Seniorenzentrum Breberen ist sozial, wir fördern Kinder e.V., findet sie weitere Unterstützer. Zusammen bringen sie nun ein großes gemeinsames Fest auf den Weg. Die alte Ziegelei in Kreuzrath bietet die perfekten Voraussetzungen für alle zusammen für Inklusion mit einem klaren Ziel. Dass die Menschen aufeinander zugehen, ob klein oder groß. Insbesondere die Kleinen haben da wenig Probleme mit, denn sie haben keine Angst vor einer anderen Hautfarbe oder vor einer Behinderung. Was bei uns Erwachsenen leider ein bisschen anders ist, da ist man eher immer ein bisschen auf Distanz, wenn jemand mit einer Behinderung kommt oder auch aus einem anderen Land, gerade die Flüchtlinge. Da ist man immer geneigt dazu, die erstmal nicht so zu akzeptieren, obwohl es für alle eine Bereicherung ist, denn nur gemeinsam mit jedermanns Qualitäten ist man stark und kann man zusammenleben. Dass man keine Angst haben sollte, anders zu sein, erleben kleine und große Gäste des Festes bei der Aufführung des Dasta-Theaters. Du bist nicht wie wir, nicht wie wir, nicht wie wir. Du bist irgendwie anders. Wir spielen heute das Stück Irgendwie anders, in dem ich die Rolle des Irgendwie anders übernehme. Und das ist ein wunderbares Stück für Kinder, in dem es um Toleranz und um Freundschaft geht. Und das Stück soll den Kindern Mut machen, auch anders sein zu dürfen und auch andere zu akzeptieren, die einfach anders sind. Und einfach den Mut zu haben, auf sich neue Freunde zu finden und auf andere zuzugehen. Die Geschichte des Außenseiters, die kindgerecht für Toleranz mit jenen wirbt, die irgendwie anders sind, wurde bereits mit dem UNESCO-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Für die Initiatoren eine gelungene Premiere für ihre Botschaft, das Anderssein zu akzeptieren und etwas daraus zu machen. Jeder ist etwas Besonderes. Keiner kann alles. Niemand kann es allein. Es ist normal, verschieden zu sein. So stellen wir uns Inklusion vor. Wir wünschen uns, dass jeder, egal welcher Herkunft, welcher Nationalität, welchen Handicaps, einen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft hat und dass wir gemeinsam alle miteinander Inklusion als Selbstverständlichkeit empfinden. Dann sind wir einen guten Schritt weitergekommen.